Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen wieder mal zurück zu Deponie, der kompletten Reihe hier auf meinem Kanal. Und dieses Mal sind wir mit Rufus, ich sag mal Nummer 2, weil er ist halt in der Mitte, bei der Familie Boso. Letztens mal haben wir Baby Boso einen Lutscher gegeben, ein Koffeinlutscher. Danach ist er abgehauen, hat ein Schnuller in Richtung Kanalisation gespuckt, den wir mit dem ersten Rufus wahrscheinlich aufsammeln könnten. Und ansonsten haben wir mit Opa Boso, Mama Boso und dem Briefträger geredet. Aber wen wir noch nicht hatten, ist natürlich unser richtiger Freund Boso. Mal gucken, was mit ihm so los ist. Da bist du ja. Komm, genug an der Matratze gehorcht. Raus aus den Federn. Sag mal, was ist denn mit dir los? Hau ab. Aber wir müssen doch ins Rebellenlager. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Boso. Oh, Backe. Ja, Boso scheint es nicht wirklich gut zu gehen. Gucken wir mal. Also, wir haben auf jeden Fall ein Sparschwein, das fällt so ein bisschen auf. Der Zettel hier. Und, na gut, der Teddy von Boso auch, aber den können wir nicht nehmen. Was haben wir denn da? Eine ärztliche Überweisung zur Therapie. Na, sieh mal einer an. Ich wusste ja immer, dass er plemplem ist. Jetzt haben wir es schriftlich. Ja, Rufus, überleg mal, warum er plemplem ist. Wahrscheinlich wegen dir. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Ja, ja, schon gut, alter Brummbär. Es sind nicht die Schüttelpocken, so viel steht fest. Aber was hat er dann? Oh, so? Lass mich in Ruhe. Ach du meine Güte. Oh, so? Lass mich in Ruhe. Ach du meine Güte. Tja, wir könnten natürlich jetzt erstmal in der Kanalisation weitermachen, aber wir wissen ja, dass wir hier auf jeden Fall zum Rebellenlager kommen können. Mit unserem guten Rufus. Und da würde ich auch mal sagen, gehen wir uns auch noch mal ein bisschen umsehen. Hallo Schnabeltier. Okay. Wartet mal, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Nee, hier sehe ich kein Schnabeltierei. Ich glaube, hier war auch keins. Nicht, dass ich auf Anhieb sehe. Und hier auch nicht. Gut. Mir ist zumindest nichts aufgefallen. Warte mal. Kann ich beim Klohäuschen noch mal nachgucken gehen? Nein. Okay. So, dann sind, also hier soll wohl, es hieß ja die Straße runter, das heißt, es müsste ja da lang gehen, zum Rebellenlager. Dann haben wir hier Geschäfte offenbar und hier noch ein Geschäft. So, die Trümmersiedlung, da kommen wir ja gerade her. Oh, ein Ei. Ein Nacktschnabeltier. Hat die gerade einen Schmetterling gefressen? Teigtaschenfrau. Sie sieht selber aus wie eine große XXL-Teigtasche mit Hackcreme-Füllung. Hm, köstlich. Teigtaschenfrau mit Hackcreme-Füllung. Hallo, hallo. War das alles? Einfach nur hallo? Was willst du hören, ha? Willkommen im Teigtaschenparadies? Ist das Schild vielleicht zu dezent? Geht noch. Was verkaufst du hier? Das hier ist ein Modegeschäft. Ich verkaufe Herrenanzüge und farblich dazu abgestimmte Designerhüte. Für mich sieht es eher wie ein Teigtaschenstand aus. Wow, gut kombiniert, Inspektor Müllweste. Warum fragst du überhaupt, wo du doch offenbar einen Lügendetektor verschluckt hast, hm? Wieso Lügendetektor? Das war ja Sarkasmus, was du gemacht hast, oder? Nee, das ist von dir vom Rohr. Gibt's irgendwelche Sonderangebote? Ich habe hier Teigtaschen für 1,25 Slotty. Wenn dir das nicht besonders genug ist, solltest du irgendwo hingehen, wo sie blinkende Schilder haben, auf denen Sonderangebot steht. Aber rechne damit, dass die Teigtaschen dort teurer sind. Weil Schilder nämlich nicht umsonst anfangen zu blinken. 4 Teigtaschen bitte. Sorry, meine Aushilfe hat gekündigt. Du hattest eine Aushilfe? Ja, keine Ahnung, wie er die Fußfessel aufbekommen hat. Warum machst du die Teigtaschen nicht einfach selber? Ich hatte eine Operation. Der Doktor sagte, ich darf mich nicht zu viel bewegen. Verflucht sei mein großes Herz. Wieso?
Hast du eine Niere gespendet? Nein. Hör doch zu. Ich sagte, mein Herz ist zu groß. Ach komm schon. Mach mir ein paar Teigtaschen, hm? Nicht ohne Aushilfe. Okay, das heißt, wir müssen für die dicke XXL-Tante eine Aushilfe finden. Was mich aber jetzt ein bisschen wundert ist, warum Rufus ausgerechnet 4 Teigtaschen möchte. Ach komm schon. Mach mir ein paar Teigtaschen, hm? Nicht ohne Aushilfe. Ist hier ein Baby vorbeigekommen? Ich weiß nichts von irgendwelchen verschwundenen Babys. Und niemand kann mir das Gegenteil beweisen. Ach komm schon. Es müsste gerade erst hier vorbeigekommen sein. Ach so? Dann weiß ich es tatsächlich nicht. Von anderen verschwundenen Babys weißt du Bescheid, oder wie? Noch ein bisschen merkwürdig. Kennst du den Weg zum geheimen Rebellenlager? Einfach hinter mir die Straße runter. Und das verrätst du mir einfach so? Was, wenn ich ein Spion des Organon wäre? Tja, man kann eben nie für alle Fälle vorplanen. Du könntest genauso gut ein mutierter Grippevirus sein. In dem Fall hätte ich gar nicht mit dir sprechen sollen. Du suchst deine Aushilfe? Du kannst also lesen. Bravo. Ich suche einen schmucken Mann, der unter mir arbeitet. Schade, dass ich zu tun habe. Ich sagte ja auch Schmuck. Aber unter... naja, gut. Hast du inzwischen eine männliche Aushilfe gefunden? Ja, aber ich habe ihn schon aufgegessen. Das ist ein Witz, oder? Wenn man es erklären muss, ist es auch kein Witz mehr. Für mich erstmal gar nichts. Gute Wahl. Davon gibt's ja reichlich. Männliche Aushilfskraft gesucht. Na, da kann die lange suchen. Männliche Aushilfskraft gesucht. Du suchst eine Aushilfe? Du kannst also lesen. Bravo. Ich suche einen schmucken Mann, der unter mir arbeitet. Schade, dass ich zu tun habe. Ich sagte ja auch Schmuck. Warum könnte ich jetzt das Schild klauen? Männliche... Na, da kann die... Ich wusste ja immer, dass er... Jetzt haben wir's... Okay, okay, so. Dann, was machen wir? Erstmal hier links rein. Aber hier rechts. Ich sage ja nur, dass ich es unpassend finde, dass Sie Ihre Stricke direkt neben meiner Praxis verkaufen. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Mein Sortiment besteht aus hochkarätigen Produkten. Und mit Verlaub, Ihre Kundschaft scheint derselben Ansicht zu sein. Seit der Organon die Fassade zwischen unseren Geschäften zerstört hat, hat sich mein Umsatz verdreifacht. Und im Gegensatz zu Ihnen ist bei mir noch nie ein Kunde zurückgekommen, um sich zu beschweren. Das... Ach, vergessen Sie es. Schon geschehen. Ja, ist ja klar, dass Sie sich nicht beschweren, wenn Sie sich aufgegangen haben. Schick, die würden Gold bestimmt auch gut stehen. Was? Samtig, das schmeichelt dem Hals. Zwei Stricke zum Preis von einem. Eleganza, der Strick für die modebewusste Frau. Willkommen in Morbid Moos Strickparadies. Moos therapeutische Stricke, die günstige Alternative. Moos therapeutische Stricke. Guckt sich das einer an. Der kommenden Saison trägt man den Knoten offenbar wieder links. Ah, wie ich sehe, interessieren Sie sich für unseren Flyer. Und wie? Ausgezeichnet. Sie finden darin alle wichtigen Informationen zu unseren Produkten. Auf der Rückseite ist sogar eine kleine Vorschau auf die kommende Wintermode. Wenn Sie anfällig für Winterdepressionen sind, sollten Sie lieber gleich zuschlagen. Gerade zwischen den Feiertagen sind viele Modelle vergriffen. Was tun Sie denn da? Ich baue mir einen Papierflieger. Was denn sonst? Aber der gute Flyer. Ob er ein guter Flyer ist, wird sich im Testflug zeigen. Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Hello, Barry? Was zur Hölle? Barry, da ist jemand an der Tür! Ich hab's gehört! Scheuch ihn weg! Ich brauche Ruhe für die Cover-Story! Du weißt schon, über den Idioten, der uns alle beinahe getötet hätte! Ja, ich weiß! Psst! Rufus, komm rein! Aber bitte ganz leise, ja? Rufus ist ja der Idiot für die Cover-Story, ne? Er sieht grimmig... Er sieht grässig...
Sitzkasten. Irk, wie in irgendwofür wird man das ja wohl gebrauchen können. Kann ich das mitnehmen? Da ist ja nur ein einziger Buchstabe im Setzkasten. Das große Irk. Wird es denn gar nicht gebraucht? Nein, wofür denn? Es gibt kaum ein Wort, in dem es vorkommt. Und über Satyrklauen haben wir bereits in unserem Winterspecial mythologische Körperextremitäten berichtet. Ich glaube, Toni hatte die Ausgabe. Warum eigentlich? In der Coverstory ging es um Zentaurin und ihre... Ah ja, schon klar. Ich erinnere mich wieder. Ich will's gar nicht wissen. Ich sehe schwarz. Für den Organon. Ach, Barry, wie geht's dir? Wenn sich Barry so gut anstellt, darf er irgendwann mal meine Biografie abtippen. Hey, Barry, warum so traurig? Ach, Rufus, es ist furchtbar. Alle sagen, dass du kein Held, sondern ein Idiot bist. Was du uns den Weltuntergang eingebrockt hast, sagen sie. Ach, die sind doch nur neidisch. Ich bin total dufte und das weißt du. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich habe kein einziges Foto deiner Heldentaten schießen können. Du bist halt kein so guter Fotograf wie ich. Wenn ich doch nur ein Foto als Beweis für deine Selbstlosigkeit hätte. Ja, das wäre super für mich. Weißt du was? Ich mache dir einen Vorschlag. Ich suche ein Motiv für eine weitere Heldentat. Du bekommst dein Foto. Einverstanden? Das wäre zu schön. Bin sofort wieder da. Okay. So, Druckerschwarzer, können wir damit was anfangen? Es ist noch zu früh für Schwarzmalerei. Es ist noch zu früh. Würde ich Irko heißen, könnte ich jetzt meine Initialen überall hinstempeln. So ein Ärger. Es ist noch zu früh für Schwarzmalerei. Irgendwas, aber was? Irgendwas muss ich doch damit anstellen können. Aber was? Würde ich Aber natürlich. Wenn man die Spitze eines Papierfliegers mit einem Gewicht beschwert, fliegt er weiter. Nee, eigentlich nicht. Ich wusste doch, dass ich meine jahrelange Karriere als Falschparker irgendwann bezahlt machen würde. Hey. Okay. Aber interessant, dass wir so einfach wieder zurück... Die würden Gold bestimmt auch gut stehen. Er sieht aus wie dieser Pantomime, von dem ich manchmal träume. Er versucht, nach seiner Mutter zu rufen, aber er hat ein Baguette im Mund, aus dem lauter Spinnen krabbeln. Warum starren Sie mich denn so an? Das wollen Sie nicht wissen. Ja. Häng dich auf. Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Andererseits könnten die Informationen darauf irgendjemandem das Leben erleichtern. Und ich bezweifle, dass ausgerechnet er bereit ist, sich helfen zu lassen. Es stimmt wohl, was man sagt. Ärzte sind die schlechtesten Patienten. Ich behalte die Idee auf jeden Fall im Hinterkopf. Okay, okay. Das heißt, das war gar nicht mal so eine schlechte Idee. Boah, echt, der jetzt geht da rüber zum Arzneimittelschrank, um anzugucken. Ein ganzer Schrank voller verschreibungspflichtiger Psychopharmaka. Also wenn ich Boso damit nicht wieder aufgepäppelt kriege, dann weiß ich auch nicht mehr. Klingt zumindest nicht schlecht. Finger weg! Die Antidepressiva sind nur für Patienten, für die noch Hoffnung besteht. Finger weg! Die Antidepressiva sind nur für Patienten, für die noch Hoffnung besteht. Aber soll das heißen, für mich gibt's gar keine Hoffnung mehr, du Idiot? Hm? Red mal mit dir. Ich hätte gerne eine Therapiesitzung. Das geht nicht so einfach. Sie brauchen eine ärztliche Überweisung. Muss das wirklich sein? Mein Hausarzt ist nicht gut auf mich zu sprechen. Als ich zuletzt bei ihm war, hat er mich ins Gefängnis gesteckt, weil ich Feuer im Rathaus gelegt habe. Aha, Sie sind richtig hier. So viel steht fest. Aber Sie müssen sich erst eine Überweisung besorgen. Na gut. Und ich besorge mir derweil einen größeren Notizblock. Aber ich habe ja was mit Therapie hier von Le Bouzou. Ich habe eine ärztliche Überweisung. Darf ich mal sehen? Tja,
Das scheint alles seine Ordnung zu haben. Dann legen Sie sich doch bitte auf die Couch. Na, Sie sind ja von der schnellen Truppe. Sie könnten wenigstens ein bisschen romantische Musik anmachen. Einfach nur hinlegen, okay? Schon gut. Also gut, beginnen wir damit, dass Sie mir erzählen, warum Sie hier sind. Ich habe da diesen Freund. Ein Freund. So. Ich verstehe. Was fehlt ihm denn? Ich weiß auch nicht. Er liegt den ganzen Tag nur rum und tut nichts. Nun, was sollte er denn Ihrer Meinung nach tun? Na, sich nützlich machen. Die Welt retten und so. Die Welt retten? Meinen Sie nicht, dass das für einen Menschen etwas zu viel verlangt ist? Na klar, es ist quasi unschaffbar. Aber das hat uns ja früher auch nicht aufgehalten. Es war immer knapp, aber ausgerechnet jetzt, kurz vor dem Ziel. Batsch, Ofen aus. Tote Hose. Nun, ich kann Ihren Freund gut verstehen. Das ist ja ein enormer Druck, der da auf ihm lastet. Wahrscheinlich hat er Angst. Ja, aber natürlich. Das würde zu ihm passen. Außen Störtebeker, innen Schlotterhose. Und vollkommen zu Recht, wie ich finde. Die Welt retten, das ist eine riesige Verantwortung. Er kann sich ja nicht dreiteilen. Exakt. Im Gegensatz zu mir. Ganz genau. Er, wie bitte? Mir ging es ja auch ziemlich mies, als es mich nur einmal gab. Warten Sie mal. Ganz langsam. Was allerdings hauptsächlich an dieser stressigen Wiederauferstehung lag. Und natürlich, dass ich meine Freundin getötet hatte. Okay. Eins nach dem anderen. Warum erzählen Sie mir nicht einfach ein wenig von sich selbst? Ich habe oft das Gefühl, nicht dazuzugehören. Wozu? Na, zu allem halt. Zu Deponia. Sie wünschen sich also, mehr integriert zu sein. Um Gottes Willen, nein. Ich will einfach nur weg. Ich gehöre nach Elysium. Leider ist das doch schwerer als gedacht. Zumindest, wenn ich verhindern will, dass der Planet dabei in die Luft gesprengt wird. Aha. Ich habe Angst davor, mich in jemanden zu verwandeln, der ich nicht sein will. Zuletzt sah ich ihn gestern beim Zähneputzen. Im Spiegel? Genau. Was ist denn so furchtbar an ihm? Wissen Sie, Golds Ex-Verlobter ist Elysianer. Ein echter Widerling. Sie haben das Gefühl, Sie müssten seine Rolle einnehmen? Das ist der Plan, ja. Und das beunruhigt Sie natürlich. Ich hasse diese Rolle. Sie wollen sich nicht länger verstellen. Ja, genau. Wow. Ich bin beeindruckt. Es ist bemerkenswert, wie Sie diese komplexen Metaphern einsetzen, um Ihr Innenleben zu beschreiben. Was setze ich da rein? Ich rede doch nicht von irgendwelchen Metaphern. Ich rede von meinem bösen Doppelgänger. Aha. Der Therapeut muss sich auch denken, was ist mit Rufus los, ey. Mich plagen Schuldgefühle. Hat das irgendwas damit zu tun, dass Sie Ihre Freundin getötet haben? Das sagten Sie doch vorhin, oder? Ja, ne, das passt schon. Immerhin habe ich sie ja wiederbelebt. Was mir Sorgen macht, ist, dass sie in die Kanalisation gespült wurde. Sie ist ja immerhin noch ein Baby. Aha. Oh mein Rufus. Mich quälen. Versagensängste. Es ist noch so viel zu tun. Und so wenig Zeit. Und mehr als drei teilen kann ich mich ja nicht. Auf mich wirken Sie eigentlich noch ganz entspannt. Ach so, Sie denken, ich rede von mir. Nee, ich bin cool. Ich meinte die anderen beiden Ichs. Ich fürchte, das wird mir gerade ein wenig zu kryptisch. Sie stehen offenbar unter großem Druck. Aber manchmal ist die beste Lösung, einfach zu kapitulieren. Wäre das denn wirklich ein Weltuntergang? Ja, hören Sie mir überhaupt zu? Ich war tot. Sie meinen, Sie hatten eine Nahtoderfahrung? Na, näher geht's nicht mehr. Was haben Sie erlebt? Erst war alles wie ein Albtraum. Dann erinnere ich mich an ein Licht. Und schließlich bin ich vor meinen Schöpfer getreten. Wirklich? Ja, er heißt Hermes. Cooler Typ eigentlich. Zu dumm, dass er sich meinetwegen umbringen musste. Aha. Ich könnte von meiner Kindheit erzählen. Sehr gerne. Mein Ziehvater war Bürgermeister in unserem Dorf. Am Anfang hat er mich noch mit ins Rathaus genommen. Aber irgendwann bekam ich Hausverbot, weil ich versehentlich der Schrapnellküste den Krieg erklärt hatte. Danach war ich meistens allein zu Hause eingesperrt. Sie hatten keinen Schlüssel? Nein, ich war ja noch sehr jung. Aber als ich dann 4 wurde, habe ich gelernt, wie ich die Handschellen mit dem Bügel aus Opas BH aufbekomme. Warum hat Opa ein BH?
Klingt auch ein bisschen merkwürdig, Rufus. Ganz ehrlich. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ist es Ihnen etwa unangenehm, all diese Dinge von sich offen zu legen? Oh nein, ganz im Gegenteil. Tja, das sollte es aber. Es geht hier eigentlich nicht um mich, sondern um meinen Freund. Sind Sie sich da ganz sicher? Kann es nicht vielleicht sein, dass es hier doch vorrangig um Sie geht? Das ist keine Schande, wissen Sie? Boah, Sie sind gut. Die anderen tun nämlich immer so, als wäre das irgendwie verwerflich oder so. Na gut, über mich brauchen wir erstmal noch nicht reden. Ich bin eigentlich nicht zum Quatschen hier. Sie erwarten Resultate. Das ist ganz normal. Wenn es Ihnen schwerfällt, über Ihre Probleme zu reden, können wir auch mit etwas anderem anfangen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Rorschach-Test? Rorschach? Ist das so ähnlich wie Hülsenheimer? Es ist ein Assoziationsspiel mit Karten. Ein Kartenspiel? Sauber. Aber geben Sie sich keine Mühe. Bei Kartenspielen gewinne ich immer, weil ich bin der lässigste Typ überhaupt. Viel besser als beispielsweise mein Vater. Okay, dann lassen Sie uns doch einfach mal anfangen. Penis, ich meine, los geht's. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Elysium, würde ich sagen. Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Und das bereitet Ihnen keine Sorgen? Sie kennen doch die Gerüchte, dass die Elysianer den Auftrag gegeben haben, Deponia zu sprengen, oder? Ob ich die kenne? Ich habe sie in die Welt gesetzt. Aha, vielleicht sollten wir mit dem nächsten Bild weitermachen. Was erkennen Sie hierauf? Penis, wo die Hoden sich mit Boxhandschuhen klopfen? Keine Ahnung. Funkelöffel, Schmetterling, ein niedliches Vögelein. Ein niedliches Vögelein? Bitte was? Na, ein Vögelein. Total drollig. Aha. War das falsch? Dann würde ich nämlich gerne meinen Joker benutzen. Es geht hierbei nicht um richtig oder falsch. Es ist nur, die meisten Leute erkennen etwas anderes auf diesem Bild. Die anderen sind ja auch Idioten. Die würden ein Vögelein nicht mal erkennen, wenn es ihnen in den Hintern stiege. Okay. Interessant. Gehen wir zum nächsten Bild. Ein Teufel. Was erkennen Sie hierauf? Das bin ich, wie ich die Welt rette. Bitte bleiben Sie ernst. Hä? Wieso? Sie sind doch der mit der Juxbrille. So. Das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an der falschen Adresse. Aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Ach, Barry. Oh, da gibt's noch Papier. Muss auch noch holen. Aber ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Na gut. Genau, ich möchte das mit den Medikamenten noch machen. Können Sie mir nicht einfach irgendwelche Medikamente verschreiben? Ach, das dauert mir ja alles viel zu lange. Während wir hier quatschen, ist ein Teil von mir bereits auf halbem Wege nach Elysium, während der andere immer noch irgendwo in der Kanalisation rumsteigt. Bravo! Das war eine sehr bildhafte und äußerst präzise Selbstanalyse. Sie machen enorme Fortschritte. Da werde ich Ihnen doch jetzt keine Medikamente verschreiben. Blöder Mist. Okay. Ach, das ist doch Zeitverschwendung. Ich mache einen Abflug. Nun, ich kann Sie nicht zwingen, hier zu bleiben. Die Gurte sind in der Reinigung. Kommen Sie gern wieder, wenn Sie bereit sind, die Therapie ernst zu nehmen. Naja, das Merkwürdige ist ja auch wirklich... dass das ja nicht als Therapiegrund irgendwie offenbar zu zählen scheint. Aber na gut, was soll's. So kann ich die Tinte mit dem Papier machen. Hey, das klappt sogar. Jetzt haben wir dreckiges, geschwärztes Papier. Es ist noch zu früh für Schwarzmalerei. Na gut, Freunde, aber ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn's heißt Deponia, die komplette Reihe. Da werden wir dann ins Rebellenlager gehen. Vielleicht können wir ja Barry noch helfen mit einem Foto. Und wir müssen natürlich noch gucken, was Rufus Nummer 3 macht. Und ob wir bei Rufus Nummer 1 noch ein bisschen was anstellen können. Ich sag nur noch ciao, ciao und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.